willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich das Spiel Wassertransport für euch vorbereitet. Dafür benötigt ihr einen Eimer mit Wasser und einen leeren Eimer. Dann müsst ihr die Eimer voneinander entfernt aufstellen und dann kann es auch schon losgehen. Nun müsst ihr versuchen, nur durch eure Hände das Wasser von dem einen Eimer in den anderen Eimer zu transportieren. Am besten so, dass möglichst wenig Wasser irgendwie daneben tropft. Wenn euch das zu einfach ist, könnt ihr euch natürlich noch einen Parcours aufbauen und so dann das Wasser in euren Händen transportieren. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.